Government formalities and in making any necessary reservations. Meine Damen und Herren, wir landen in wenigen Minuten auf dem Flughafen Frankfurt. Es ist jetzt 10 Uhr Ortszeit. Zu der Bequemlichkeit bitten wir Sie, sitzen zu bleiben, bis für die Genehmigung schon aussteigen der Haupthub. Der Stewardess wird Sie zum Empfangsgebäude führen, wo Panamerika Bodenpersonal Ihnen bei der Erledigung der Passbezugsformalität sowie bei Reservierungen behilflich sein wird. Meine Damen und Herren, wir möchten Sie jetzt bitten, das Rauchen einzustellen und die Rückenlehnen wieder senkrecht zu stellen. Wir landen in wenigen Minuten in Frankfurt. Dankeschön. Ladies and gentlemen, would you now please stop smoking and adjust your seats to the vertical position? We shall be landing in Frankfurt in a few minutes. Thank you. Walli. Ja, Helmut. Na, so ein Zufall. Tag, liebe Walli. Mal Urlaub vom Telefon? Sag mal, meine beiden ständigen Begleiter kennst du ja wohl, ne? Ja, kenne ich. Das ist Heini und das ist Bubi Meier. Ja, angenehm. Und so lebhaft. Komm her. Komm her. Heini, komm Platz. Weißt du, wie du aussiehst? Nee. Wie gerne Hunde vergiften im Park. Ja, aber ich bitte dich, bei meiner geradezu sprichwörtlichen Tierliebe, kann ich dir beim Gepäck helfen? Ich habe kein Gepäck. Ich fliege nicht. Aha. Wohin fliegst du denn? Ach, ich bleib auch hier. Ich habe eine Besprechung. Aha. Mit Iris. Du weißt aber auch alles. Gibt's denn gar nichts, was du mal nicht weißt? Ich lebe davon, dass ich alles weiß. Tom und Iris haben gleichzeitig eine Zwischenlandung hier. Aufenthalt ungefähr eine Stunde. Du verhandelst mit Iris, ich verhandle mit Tom. Tom! Hä? Ja. Iris! Mensch, du hast ja einen Bart und ganz lange Haare. Ja. Deine Frisur kenne ich auch nur auf dem Fernsehen. So lange haben wir es nicht gesehen. Ja. Ich habe dich auch im Fernsehen gesehen. Schrecklich. Wieso schrecklich? Ja, hinter Glas. Ja. Mit Anfassen ist besser, was? Sag du ja, wie war's in London? Wie in London und bei dir in Hamburg? Ja, wie in Hamburg. Wann geht denn deine Maschine? 11.15 Uhr und deine? 11.40 Uhr. Und dein Gepäck? Durchgecheckt. Und deins? Ja. Meins habe ich auch gleich. Moment, entschuldige, was ist du. Denn? Tom? Ja, ich bin ein Trottel, du. Ich muss entsetzlich viel erzählen. Ja, was heißt denn entsetzlich? Na ja, auf jeden Fall viel. Gut, dann leg mal los, du. Und nicht hier. Ja. Wo gehen wir hin? Das Restaurant? Hm? Okay, das Restaurant. Na komm. Na, Vorsicht, du, nicht wieder zurück. Hier lang. Was Sie da machen, ist ja sehr schön, aber leider habe ich wenig Zeit. Ich muss nämlich meinen Zug um 10.57 Uhr erreichen. Wahrscheinlich sind Sie schon rauf ins Restaurant. Die wittern uns sicher. Na, dann kommt mal, ihr beiden. Helmut, nimm du doch den Heini, ja? Komm. Ja. Komm, Heinerle, komm. Hier. Bubi, komm her. Na, oh. Das ist ja schwer. Mhm.
Na hier, Mutter, komm, unter Taxi. Ach so. Warum schwer machen wir es einfach? Dann gehen wir los. So, mein Schatz, bitte nehmen Sie Platz, meine Frau. Danke. Hoffentlich findet uns hier keiner. Du spinnst wohl. Wer soll uns denn finden? Halt die fest, Mutter. Zum Beispiel bei meiner Produktion. Die müssen doch immer wissen, wo ich stehe. Da will doch andauernd jemand was. Festhalten. Quasi. Sag mal, du machst einen Abenteurerfilm in Finnland? Ja, 40 Drehtage. Was denn? 40 Drehtage? Ja. Doch, na, Wetter. Da muss der Film ja gut werden. Bei uns erledigt man sowas in 18, du. Vorsicht, Tom, nicht zu schnell. Ja. Wow. Was machst du? Du machst einen Fernsehfilm? Ja, ja, neue romantische Welle. So. Weißt du ja, das Buch ist ganz schön. Wer ist denn deine Partnerin? Du weißt nicht, das Mädel steht noch nicht fest. Ach ja, Schwester, 2 Piccolo und 2 Bier. 1 Piccolo. Ja, hier sehe ich keinen. Nee. Heini, siehst du jemanden? Gehen wir eben wieder. Du sag mal, wie spät hast du das genau? Halb 11. Danke. So. Was hältst du davon, wenn ich dich in Finnland besuche, wenn ich in München fertig bin? Ja, ja. Wieso, ernsthaft? Ja, oder soll ich nicht? Doch. Natürlich. Ich mach das schon. Ich muss dir dann nur die genaue Adresse geben, damit du auch am richtigen See landest. Entschuldigung, sonst sind wir wohl Autogramm, weißt du? Ich hab meine da drüben in der Tasche. Ja, nicht von Ihnen. Von Ihnen? Oder sind Sie auch wer? Nee, ich bin nicht wer. Hier, bitte. Für Frau Frohe, bitte. Ja, gern. Bin ich. Oh. So, vielen bitte. Dank. Und nichts für ungut. Ja, nichts für ungut. So ein Quatsch. Es war doch ein reiner Zufall, dass die mich erkannt haben. Was heißt, du bist der Star in der Familie? Beim Theater bleibt man anonym. Was soll ich machen? Prost, da. Weißt du, wie Graf Zeppelin aussieht? Aha. War wohl nicht. Oh, bleib schön beim lieben Helmut, Bobi. Ja, hier können Sie auch nicht sein. Hier ist ja noch geschlossen. Wenn ich daran denke, dass die keine 100 Meter von hier entfernt ihr Glück verpassen, am Ende müssen wir ihnen noch nachreisen, um sie dazu zu überreden. Warum ist mir das nicht eher eingefallen? Was bitte? Na, wir können sie doch ausrufen lassen. Komm. Darf ich dir deine Viecher wieder runtertragen? Du, mach der Schweizer Kameramann den Film wieder, der, du weißt schon, der, mit dem du zuletzt gedreht hast. Ja, ja, der. Warum? Was hast du gesagt, wie heißt er noch? Walter. Walter Zisweiler. Und wie alt ist er? Wieso? Ach, er wird nächste Woche 34, glaube ich. Glaubst du? Ist ein sehr begabter Bursche. Noch ein Anfänger, was? Filmakademie. So. Ach, Quatsch. Sein 50. Film. Hat er mit 12 angefangen. Hast du nicht sein Unser Fernsehspiel gesehen, St. Gallen und anderswo? Nee. Ach ja, natürlich, erinnere mich, na klar. Du, das war doch dieser Film da mit den vielen Totalen, nicht? Du warst immer nur so klein zu sehen. Und diese ewig lange Einstellung, du, man konnte ruhig zwischendurch mal rausgehen, Bier trinken. Sehr modern. Ja. Der Regisseur wollte es so. Zisweiler kann auch ganz anders. Du, das glaube ich dir gerne, du wirklich. Wollt den Meister ja nicht beleidigen. Du, wir hätten uns lieber nicht treffen sollen, was? Doch. Doch, natürlich. Nur, jetzt habe ich schon wieder Angst vor dem Abschied nehmen. Du weißt ja, ich hasse Angst in jeglicher Form. Ja. Du bist manchmal so komisch am Telefon. Wenn wir zusammen telefonieren, dann ist doch immer irgendjemand in der Umgebung. Im Büro, von der Aufnahmeleitung, im Atelier.
Man redet dann eben so, so äußerlich, du kennst das doch. Ja, ja, ich weiß. Scheißspiel. Sag mal, als du die 2 Tage zu Hause warst, war da Karin auch da? Ja, sie war da. Ich hab mit ihr gedreht. Wir hatten Außenaufnahmen in Starnberg. Stell dir vor, da wollte mir doch wirklich jemand einreden. Sie hätte bei uns gewohnt die 2 Tage. Kennst du das Gequatsche? Ja, sie hat bei uns gewohnt. Du, sie hat kein Hotelzimmer bekommen. Du kennst doch das selbst. Sind doch immer irgendwelche Kongresse. Ich glaube, diesmal waren es die Chirurgen. Hm, ja, ja, ja. Schon gut. Im Grunde bleibt man als Mann ja immer treu. Vor allem seelisch. Überhaupt ein blödes Wort, treu. Wieso? Wie kommst du denn darauf? Hm, nur so. Man liest eben immer das Falsche. Aber ich weiß, es ist ja alles Blödsinn. Ach, Mensch, Mensch, mein Gott. Du kennst das doch. Du kennst doch die Fotografen. Dir brauche ich doch nichts erzählen. Wenn die verlangen, du sollst dich auf den Kopf stellen, stellst du dich auf den Kopf. Wir sollten uns eben endlich ein eigenes Privatleben anschaffen. Tom. Wenn wir so weitermachen, sag mal, können wir nicht irgendwas dagegen unternehmen? Was? Wir dürften einfach keine Angebote mehr annehmen, bei denen wir uns trennen müssen. Na, du bist naiv. Da glaubst du, die verlegen unseretwegen die Produktion von Berlin oder Hamburg oder Frankfurt nach München? Nein, natürlich nicht. Ach. Aber wir sind eben nur zusammen zu haben. Die müssen uns zusammen besetzen. Andere verkaufen sich ja auch nur zu zweit. Na du, ob wir das durchsetzen? Ja. Na klar, wenn wir wollen. Nee, 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 wenn die da oben wollen. Ja? Und dann müssten wir uns darauf einigen, dass wir 3 Monate im Jahr gar nichts machen. Du, wir sagen alles ab, alles. Sagen wir August, August, September, Oktober. Na, wie findest du das? Okay, okay, aber was machen wir da? Was wir machen? Wir machen es uns zu Hause gemütlich. Wir laden höchstens ein paar Freunde ein. Du, das hört sich alles ganz verlockend an. Tom, wenn es weitergehen soll, dann geht es so nicht weiter. Ja, du, das stimmt allerdings. Aber wirst du das durchhalten? Ich? Na klar. Na. Ja, ich werde staubsaugen. Staubsaugen. Also dann, wenn den großen nachholen darf. Das ist allerdings wahr. Ich werde Kartoffeln schälen. Vorhänge waschen mit Frau Kriegsmann tratschen. Vorhänge waschen mit Frau Kriegsmann tratschen. Du, dann könnten wir doch eigentlich gleich ganze Arbeit leisten, oder? Nein. Ja, wieso? Du hast mir doch gesagt, du magst Kinder. Ja, schon. Aber unlängst habe ich Silvia in der Sauna gesehen. Nach 2 Kindern hat einen vollkommen runzligen Bauch. Also noch spielst du ja deine Rollen angezogen, nicht? Männer wollen immer Kinder haben, weil sie keine Fantasie haben und weil sie sich nicht vorstellen können, was das alles bedeutet. Die ersten 9 Monate, das ist ja noch das Einfachste. Aber was kommt dann, hä? Na, wenn wir Glück haben, Zwillinge. Nein, aber wir könnten Urlaub machen, hä? Gut. Einverstanden, 3 Monate. München. Bei uns zu Hause. Ja? Hier für Sie. Na, danke. Ja, morgen eventuell. Heute ganz bestimmt nicht. Nein? Nein, ist überhaupt nicht möglich. Nein, wirklich nicht. Nein. Danke. Tut mir leid, wir dürfen keine privaten Durchsagen machen. Nein, nein, wahrscheinlich nicht. Die Maschine hat voraussichtlich mindestens 1 Stunde Verspätung. Nein, lässt sich nicht ändern. Wiederhin. Privat, das ist doch beruflich. Dienstlich sogar, wenn Sie wollen. Ich kann nur bei Verspätungen, also bei Umdispositionen der Fluggesellschaften eine Durchsage machen. Sonst ist es ganz ausgeschlossen. Aber ich habe Ihnen doch die Namen genannt. Tom Hartmann und Iris Martin, ein prominentes Schauspieler-Ehepaar. Wieso heißen die denn dann verschieden? Wieso? Haben Sie denn kein Fernsehen? Also, August, September, Oktober. Ja. Oder hast du da schon irgendwas vor? Nee, du, ich hab nichts vor. Na, also, prima. Du, also überleg dir das genau. Ich meine, jetzt kannst du noch zurück. Nein, das ist abgemacht. Also ist das abgemacht jetzt? Ja. Also,
Abgemacht? Na, also bitte. Ach du. Abgemacht. Ich freue mich. Mensch, ich freue mich. Du, das ist. Das ist richtig ergreifend, du. Donnerwetter. Wirklich. War das feierlich. Du, ich hab dich sehr, sehr lieb. Wirklich. Frau Iris Martin und Herr Tom Hartmann werden zum Informationsstand in der Abflughalle gebeten. Frau Martin und Herr Hartmann zur Information bitte. Du, sind wir eben ausgerufen worden? Ja, das war für uns. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Ach, Tom. Ich glaube, wir müssen hin. Gehen wir. Iris, hier Tom. Sind wir. Ja! Hier. Hallo! Wo seid ihr? Was? Ihr seid gesteckt hier. Ich habe was ganz Wichtiges mit dir zu besprechen. Und zwar müssen wir das unbedingt. Tom und ich haben nicht lange Zeit und die paar Minuten, die brauchen wir. Ja, komm, du bist eine alte, feige Tante. Tommy, mein Junge, komm, lass dich anschauen. Gut siehst du aus. Du, ich habe fantastische Neuigkeiten für dich. Also ich schlage vor, jeder nimmt seinen Schützling jetzt erstmal unter den Arm. Ja, gut. Na komm, Bubi, wir gehen. Ja, und dann treffen wir uns wieder, wenn wir alles besprochen haben. In Ordnung. Also, bis gleich. Also, du, denk dran. Ja. August, September, Oktober. Bitte sehr. Zum Wohl. Danke. Na dann Prost, mein lieber Tom. Ja. Sehr zum Wohl. Du, hör mal, das ist ein hinreißendes Angebot für dich. Uraufführung, Burgtheater, der neue Ustinov, ein glänzendes Stück, eine großartige Rolle, ausgezeichnete Partner. Da kannst du gar nicht Nein sagen, Tommy. Theater, du, das ist schon wieder Theater. Also, wie lange soll es denn dauern? 90 Abende garantiert. Und anschließend geht ihr noch auf Tournee. Also künstlerisch und finanziell so, dass wir es uns gar nicht leisten können, abzusagen. Wann hast du gesagt, beginnen die Proben? Mitte August. Bis dahin bist du mit deinem Fernsehspiel längst fertig. Nein, Walli, nein. Da wollte ich mit Iris... Was? Du, ich wollte... In der Zeit wollte ich endlich mal ausspannen. Wieso? Hast du etwa was anderes vor? Nein, ich habe nichts anderes vor. Ich wollte mit Iris ein Vierteljahr lang nichts tun. Verstehst du das? Einfach nur leben. Verheiratet sein. Endlich. Aber Tommy, Ehe allein ist doch nicht abendfüllend. So, bitteschön. Danke. Iris, eine dreiteilige Krimiserie, nur Weltstars dabei. Und du spielst die Hauptrolle. Serie. Damit macht man sich doch kaputt. Danach kriegt man jahrelang keine anständigen Rollen mehr. Ich weiß, wie Hannah gekämpft hat. Ja, über 13, 26 oder 50 Folgen. Aber ein Dreiteiler innerhalb von einer Woche zwischen Weihnachten und Neujahr gesendet, da kennt dich jedes Kind. Damit kommst du wirklich ganz groß raus. Ja, aus dem Geschäft. Ach, na, bei der Besetzung. Und das Buch wird fabelhaft. Ich habe das Treatment schon gelesen. Wann soll das anfangen? Ende August, da hast du deinen Abenteuerfilm längst abgedreht. Und dann kannst du noch 14 Tage schön Urlaub machen in Palma, Puerto oder wenn du willst. Du brauchst bei gar mir. Nicht weiterreden. Ich mach das nicht. Iris, dieser Krimi ist das, was man einen Straßenfeger nennt. Kein Mensch mehr unterwegs, die Theater leer. 30 Millionen schauen dir dazu oder mehr. Überleg dir das mal. Na, und dann die Gage. Ja, Gott, ich weiß das ja alles. Aber in der Zeit muss ich mit Tom zusammen sein. Endlich mal. Sonst geht unsere Ehe kaputt. Ja, dann werde ich die Gabi vorschlagen. Gabi?
Es bleibt mir doch gar nichts anderes übrig. Sie ist zwar nicht die ideale Besetzung, aber was soll ich machen? Durchsprech mit Tom. Nein, komm, lass das. Ich will dich ja nicht zwingen. Aber es gehört schon eine Portion Mut dazu, eine solche Chance auszuschlagen. Ich will dir ja nicht bange machen vor der Zukunft, aber in unserer Branche, da geht es sehr schnell, dass man aus dem Geschäft ist. Ja, ja, verdammt schnell. Gut. Ja, gut, schick mir den Vertrag. Aber wenn die Bedingungen nicht hundertprozentig sind, dann sage ich ab. Du wirst sehen, das ist ein fabelhaftes Team. Und dann die Publicity. In der Sendewoche bist du Titel auf sämtlichen Fernsehzeitschriften. Naja, schon möglich. Und dann dachte ich natürlich auch an einen besonders guten Kameramann. An Walter Zisweiler. Mhm. Kennst du ihn? Hast du was gegen ihn? Ich könnte natürlich genauso gut auch Wilsdorf nehmen. Walli, Iris und ich haben uns doch das Fest vorgenommen. Also hör mal, Tommy. Iris wird das besser verstehen als du. Glaub mir. Walli. Wie bringe ich ihr das bei? Dann haben wir es mal wieder geschafft. Wer hat schon die Stärke, Nein sagen zu können? Ne? Eben. Tschüss, Walli. Tschüss, Helmut. Alle Gäste des Fluges LH026 nach Helsinki zum Flugsteig. Lufthansa is the passengers book our flight LH026 to Helsinki to proceed to the gate. Tja, es tut mir leid, Tom. Ja, du. Tut mir leid. Tut mir leid, Iris. Das war das letzte Mal, dass wir nachgegeben haben. Ja, nur noch dieses eine Mal. Ja, du, ist doch klar. Klar. Nur noch dieses eine Mal. Ja, und dann tun wir ein ganzes Jahr überhaupt nichts. Zumindest ein Vierteljahr oder ein halbes. Ja, du. Ja, dann tun wir ein halbes Jahr und ein Vierteljahr gar nichts. Also, tschüss, Tom. Tschüss. Tom, sag mal, wer ruft wen zuerst an, wenn wir im Hotel sind? Du, das weiß ich nicht. Ach so, na, wollen wir sehen. Aber es zählen nur ganz. Ja. Ja? Jetzt zurück, komm. Also, Tipp. Top. Tipp. Top. Tipp. Ach, schön. Also ich ruf dich zuerst an, ja? Okidoki. Mach dir keine Sorgen, Tom, mit uns ist alles okay. Tschüss. Tschüss. We'll be right back.